Einen ganz besonderen Boxabend in wirklich ungewöhnlicher Kulisse gibt es am kommenden Samstag in den Kammerspielen München. Dann boxen die Männer vom TSV 1860 gegen eine Auswahl aus Ghana. Ringfrei. Kommendes Wochenende wartet auf die Münchner Boxfreunde ein ganz besonderes Event. Gekämpft wird, wo sonst Schauspieler im Mittelpunkt stehen, in den Münchner Kammerspielen. Die Boxer des TSV 1860 München empfangen im Rahmen eines Teamwettkampfs ihre Freunde aus Ghana. Vor 2 Jahren besuchten die Löwenboxer das Team von Ex-Profi Atto Kwali in seiner Heimat. Jetzt kommt es zum Duell in der Landeshauptstadt. Damals entstand auch der vom Publikum ausgezeichnete Film Lionhearted. Die Idee zur Kooperation stammt von Löwentrainer Ali Chukur. Bereits seit 1998 leitet er die Abteilung. Für sein jahrzehntelanges Engagement über den Boxring hinaus erhielt Chukur die Rupert-Neudeck-Medaille für Mut und Menschlichkeit. Neben fliegenden Fäusten wartet auf die Besucher in den Kammerspielen auch ein buntes Rahmenprogramm. Unter dem Namen Friendly Confrontations gibt es 3 Tage lang Workshops, Diskussionsrunden und Lesungen. Und der Großmeister des Boxsports in München ist heute persönlich zu Gast. Ich sage herzlich willkommen, Ali Chukur. Hallo. Danke für die Einladung. Und an deiner Seite die Frau, die dich ja mehr oder weniger ins Kino gebracht hat, ja, genau. Die Journalistin und Regisseurin Antje Drinberger. Servus. Hallo. Und eine Frau, die die Fäuste fliegen lassen wird, ist auch dabei, Saskia Bajin. Ah, verhagelt. Aber zu Anfang müssen wir gleich mal eines klären. Ali, wie kommt es, dass ihr in den Münchner Kammerspielen boxt? Das ist nicht eine Veranstaltungshalle, wie ihr so normalerweise habt. Das ist kein Festzelt, wo ihr auch schon regelmäßig boxt. Das ist keine Turnhalle, das ist eigentlich ein Kulturtempel. Ja, also nachdem unser Film jetzt im Doku-Fest München gekommen ist, sind einige Leute auf uns aufmerksam geworden. Also das Boxen, nicht nur jetzt Boxen in dem Sinne ist, wo man sich gegenseitig einfach die Fresse vollhaut, sondern dass das auch, das hast du wunderbar erklärt gerade, ja. dass das auch etwas mit Kunst zu tun hat, ja, und dass wir halt auch mit Boxen über die Grenzen hinaus Freundschaften schließen können. Und da ist dann die Münchner Kammerspiele und Goethe-Institut München auf uns zugekommen und wollten dann, dass wir in den Kammerspielen so einen Boxwettbewerb machen. Und sie wollten ja die Ghana sowieso schon seit vielen Jahren einladen. Und das hat sich super ergeben. Und jetzt kommen sie halt am Samstag nach München. Mensch, und jetzt bist du mittlerweile ein Kinostar. Wenn wir können es ja sozusagen auch hier mal verkünden, der Film Lionhearted aus der Deckung wird in den Kinos laufen. Antje, wann geht's los? April 2020 ist der angedachte Kinostart für Lionhearted. Und wo läuft er dann? Ist das schon fix? Deutschlandweit. Also er wird deutschlandweit ins Kino kommen und wir starten natürlich mit einer kleinen Bayern-Tour und gehen dann in alle deutschen großen Kinos. Und wir haben vergangenes Jahr, als der Film dann beim Doku-Festival gezeigt wurde, vorher darüber berichtet, da hast du schon gesagt, ja, du würdest dich freuen, wenn so ein Film so ein bisschen Anklang findet, weil mit Doku, da lässt sich auch schlecht Geld verdienen. Stimmt, ihr habt gleich noch den Publikumspreis bekommen und ihr habt in Österreich auch noch einen Preis bekommen. Mhm. Also der Film muss schon was Besonderes sein. Was war das so, was die Leute dann rückmäßig dann gesagt haben? Was war das, was den Film so ausgemacht hat? Also es ist wirklich ganz schön, das hätte ich mir auch nie träumen lassen, dass wir so weit kommen alle und jetzt hier sitzen und der Film im April ins Kino kommt. Die Leute kommen oft auf uns zu und sagen, irgendwas rührt uns an deinem Film. Wir können es nicht so hundertprozentig beschreiben, aber es sind zum Beispiel viele Ehrenamtlichen, die sich gesehen fühlen in dem, was Ali dort macht, weil das ist ja auch eine Art Hommage ans Ehrenamt, dieser Film. Und die Menschen fühlen sich irgendwie gerührt und viele Jugendliche können sich auch identifizieren mit den jungen Boxsportlern, die im Film vorgestellt wird. Und auch ältere Menschen, die sagen, Mensch, ich hatte eine ähnliche Geschichte wie Ali und es freut mich, dass jemand aus seiner Geschichte so viel gemacht hat und heute anderen Menschen dabei hilft, wieder Energien zu kanalisieren, sage ich mal. Also zum Beispiel aus einer ungerichteten Energie etwas Positives zu schaffen, sie nämlich zum Beispiel in Sport zu stecken oder sich zu engagieren. Wir dürfen aber eins nicht vergessen, es ist auch ein Wettkampf. Also es ist nicht nur Kultur an dem Tag, es ist nicht nur Kino, es geht auch zur Sache. Und es wird extra eine Boxerin aus Ghana mitkommen, damit auch du eine passende Gegnerin hast. Ist es schwierig eigentlich, Kämpferinnen zu finden für dich? Gegnerinnen? Ja, jetzt geht's. Also bevor ich 18 geworden bin, wo ich noch so im Jugend-Junioren-Bereich geboxt habe, war das sehr schwierig. Aber es fangen jetzt auch doch immer an, mehr Frauen zu boxen. Und vielleicht kann man ja auch mit dem Film das Frauenboxen noch ein bisschen mehr hervorbringen. Es ist immer noch nicht das, was es eigentlich sein sollte. Es könnten immer noch ein bisschen mehr Frauen boxen.
Aber vielleicht kann man ja mit dem Film, den wir gedreht haben, dadurch noch ein bisschen mehr bewirken. Ich glaube, bei Frauen ist es oft so, die machen gern dieses Training, weil es ein schönes Allround-Training ist für den ganzen Körper. Aber den Wettkampf, den scheuen dann doch viele. Was weißt du denn über deine Gegnerin? Ist die irgendwie bekannt? Ist die da in Ghana schon so ein bisschen so eine Nummer oder vielleicht auch eine ganz junge Kämpferin, ähnlich wie du? Sie hat 2 Arme. Oh, das hört jetzt... 2 Fäuste. Mehr, also wahrscheinlich eine völlig Unbekannte, oder? Also, wie jede meiner Gegnerinnen ist sie natürlich immer die Größere, womit ich am besten klarkomme. Und was auch immer sie ist, ist mir egal. Was macht das Umfeld für dich aus? Wie gesagt, es ist eine ganz andere Geschichte. Es ist ein Theaterplatz, also ein Theaterbau, wo ihr kämpft. Das stimmt, aber es ist eigentlich egal, wo der Boxring steht, ob der jetzt in einem Theater steht, im Bierzelt oder in einer Sporthalle. Das, was im Ring passiert, das ist immer gleich und das ist mein gewohntes Umfeld. Bist du die einzige Boxerin von 60, die genau, an dem Samstag halt einsteigt in den Ring? Genau, ich halte die Frauenfahne hoch an diesem Tag. Wie viele Kämpfe wird es geben, Ali? Also wir werden 6 Kämpfer haben, weil wir uns nicht mehr Boxer leisten konnten, also vom Flug her und dieser ganze Organisation. 6 tolle Kämpfe wird es geben, also einer der untersten Klasse mit 56. Und den Superschwergewichtler haben wir auch. Also unser Kenan Husovic wird boxen, der erste deutsche Meister im Superschwergewicht für München, den es bisher München noch nie hatte, haben wir mit ihm diesen Titel geholt 2019. Er wird boxen. Und dann haben wir noch andere 2 Boxer, die in der Bundesliga boxen für andere Vereine. Wir haben also eine gute Mannschaft und wir hoffen, dass wir da auch gut bestehen werden jetzt gegen die Ghana. Es geht das Gerücht, dass du ohnehin kurz vor dem Durchbruch stehst, deinen Lebenstraum sportlich auch noch ein bisschen zu verwirklichen. Ja. Eine Bundesliga, eine Erstliga-Boxermannschaft, eine Staffel von 1860 an den Start bringen zu können, dass es auch finanziell abgesichert ist. Ja, also, wie konkret ist das? Also das Ganze war ja immer all die Jahre, da haben wir oft miteinander gesprochen auch schon. Das einzige Problem war auch immer, dass wir finanzielle Probleme gehabt haben. Und sonst haben wir immer Boxer gehabt. Wir haben ja eigentlich immer sehr gutes Potenzial gehabt, dass wir unsere Boxer bis nach Hannover-Selze ausgeliehen haben, bis nach Hertha Berlin ausgeliehen haben, Motor Babelsberg ausgeliehen haben. Aber wir haben unsere Boxer schon fast in Deutschland überall in große Vereine ausgeliehen. Chemnitz hat unsere Boxer schon für sich boxen lassen. Aber nur wir selber konnten halt nicht in der Bundesliga boxen, weil es uns an... Aber ist es konkret? Also weißt du, es klappt? Das ist zu 90% ist das in Ordnung. Also geht alles voran. Und wir haben ja Gott sei Dank eine tolle Vereinsmanagerin, die Jura Oberländerin. Und die macht sehr viel, die arrangiert sehr viel und sie macht das auch mit den Sponsoren jetzt sehr viel. Und wir sind angewiesen auf jeden Sponsor in München. Und München wird dann zum ersten Mal eine Bundesligamannschaft haben. Ali, ja. Dann hoffe ich mal, dass es A mit diesem Traum in Erfüllung geht, ja. Dass das funktionieren wird, dass du noch lange halten bleibst im Boxamt von 1860. Ja. Saskia, viel Erfolg gegen die Boxerin mit den 2 Armen, unbekannterweise, wie sie noch heißt, wissen wir alles noch gar nicht. Und Antje, ja, schön, dass das mit dem Film so gut läuft und vielleicht kannst du sogar ein bisschen Geld mit verdienen, dass du dann wieder für ein neues Projekt vielleicht nochmal mit Alia so was machen kannst. Danke dir. Und das war's für heute mit der Sportarena. Bis zur kommenden Woche. Servus.